Erneut willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd, meine lieben Freunde. Ja, ich befinde mich jetzt bereits auf der Insel Faustorhafen, denn der liebe Mr. Black war so freundlich und hat mich mit seiner Fähre ganz umsonst hierher gebracht. Ich habe auch in Metros City ein zweites Mal gegen Maike gekämpft und sie erneut besiegt. Bin ich sehr stolz drauf. Und hier in Faustorhafen soll sich hier irgendwo Troy befinden. Dem soll ich ja diesen einen Brief geben. Aber da er sich nicht wirklich direkt hier aufhält, muss ich wohl ein wenig weiter nach hier drüben hingehen. Auf die Route 106. So, wer bist denn du? Was machen Angler, wenn sie auf einmal auf die Toilette müssen? Ich gehe nicht, niemals. In der Zeit könnt ihr ja was anbeißen. Jetzt sag bloß, du pisst ins Meer. Du bist so eine Drecksau. Eine Herausforderung von Angler Arthur. Und er hat ein Tentacher. Was für ein Lacher, er hat einen Tentacher. Na dann, Lehmschuss! Geht daneben, what the fuck? Giftstachel. Das ist nicht so effektiv. Nun, da konnte es mich gar nicht mal vergiften. So, jetzt aber, Lehmschuss. Und das ist sehr effektiv. Ja, Wassergift, ne? Gift schwach gegen Boden. Sehr gut. Ich habe verloren, weil ich nicht auf die Toilette gegangen bin. Ja, jetzt bist du im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön angepisst, hä? Ja, ja, auf jeden Fall. Tipps für Trainer. Hinweis zum Fangen von Pokémon mit der Angel. Drücke A, wenn du eines anweist. Wow, da wäre ich ja nie drauf gekommen. So, da haben wir noch einen. Und mal sehen, ob ich nicht ein anderes Pokémon an die erste Stelle tun soll. Vielleicht wieder mein Papinella. So. Was bevorzugst du? Fischen im Meer oder im Fluss? Naja, kommt drauf an. Kann man ja immer ganz unterschiedliche Pokémon fangen. Angler Alois. Er hat ein Carpador auf Level 10. Peinlich. So. Absorber. Und gleich mal mit einem Schlag ausgenockt. Schwupps und weg, genau. So, noch ein Tentacher, so wie der Typ vorhin. Okay, Absorber! Naja, es richtet jetzt leider keinen sehr effektiven Schaden an, wegen... Oh, Papinella wurde vergiftet! Wie kannst du es wagen, du scheißblöde Qualle? Du fette Qualle, du! Unglaublich! Ja, genau, jetzt auch noch Superschall, sonst noch Wünsche. Komm schon, mach Lehmschuss. Es hat sich übrigens selbst verletzt, natürlich. Komm nochmal. Mann, hör auf, dich selber zu hauen. Mach das nicht immer, du sollst es besiegen. So, Morabell ist nicht mehr verwirrt. So, Lehmschuss! In your face, du blödes Mistvieh! Unglaublich! Was bilden die sich ein? So, und jetzt noch ein Carpador. So, Morabell, gut, komm zurück. Los, Papinella, auch wenn du vergiftet bist. Ich geh einfach ins Pokémon Center zurück, dann spare ich mir das Gegengift. Papinella wird Gift verletzt, doch nö. Absorber! Das gibt's ja nicht, wie kann es das überlebt haben? Naja, Platscher. Nichts geschieht! Natürlich nicht! Wenn du auch nichts drauf hast, du dummer Fisch! Fischkopf! So, tschüss! Beim Tiefseefischen habe ich auch hier geradezu spektakulär verloren. Tja, ja. Das kümmert mich nicht wirklich. Angeln ist klasse, aber das sind Kämpfe auch. Hast du nicht Lust, dich bald mal wieder mit mir zu messen? Angler Alois wurde in das Pokémon-Verzeichnis eingetragen. Ja, super. Achso, ja, jetzt. Ah, hier war ein unsichtbarer Pokéball. Wusste ich's doch. Ja, jetzt flimmert halt wieder der Bildschirm, weil ja mein Pokémon vergiftet ist.
also ganz schnell ins Pokémon Center. Dass man das echt auch noch optisch zu sehen bekommt, weil, weil die Vergiftung ja noch weiter wirkt. So, jetzt ist sie natürlich geheilt. Gut. Auch wenn in deinem Team ein kampfunfähiges Pokémon ist, kann es außerhalb des Kampfes eine versteckte Maschine eine VM anwenden. Ja, ich weiß. Am Rande des Ortes befindet sich eine steinerne Höhle. Dort soll man seltene Steine finden können. Ja, genau da will ich ja auch hin, denn dort drin werde ich Troy nämlich auch treffen. So. Den haben wir gleich hier drüben. Die Granithöhle. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorhin schon mal hier war, Troy heißt er, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen, aber das Motto unter uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir. VM5 erhalten! Bringe einem Pokémon die VM Blitz bei und setze sie ein. Damit wird selbst die dunkelste Höhle von Licht erfüllt. Aber um das zu können, brauchst du den Orden der Arena von Faustohaven. Ach stimmt, ja, ich muss sogar zuerst den Arenaleiter besiegen, weil ich sonst die VM Blitz gar nicht benutzen kann und tief unten in der Höhle ist es aber relativ dunkel, also läuft das doch wieder mal anders ab, als ich mir das vorgestellt habe. Dann muss ich leider doch zuerst den Arenaleiter hier besiegen. So hier, VM5 Blitz, ein gleißender Lichtstrahl, der Genauigkeit senken kann und eben auch dunkle Höhle erhellen kann. Und kann, aha, entweder von meinem Papinella oder von Trasler gelernt werden. Naja, Trasler sollte später aber eigentlich eher andere Attacken drauf haben, also bringe ich es lieber meinem Papinella bei. Papinella erlernt Blitz. Gut. Also sorry, das wusste ich ja gar nicht mehr. Ich brauche ja erstmal den Orden der Arena, damit ich Blitz überhaupt außerhalb von Kämpfen benutzen darf. Also geht es in diesem Part jetzt zu Beginn doch schon in die Arena. Pokémon Arena von Faustohaven, Leiter Camillo, eine große Welle des Kampfes. Na, seht mal, sogar in der Arena ist es verdammt finster. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ, Alex? Faustohaven, Arena, Leiter Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Wenn du normal Pokémon antreten lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Kampf-Pokémon schlagen die normalen Pokémon einfach nieder, passt gut auf. Und das Schlimmste ist, die Arena ist dunkel wie die Tiefsee. Aber mit jedem Trainer, den du auf dem Weg zum Arena Leiter besiegst, wird sie heller. Also dann, leg mal los. Pokémon Arena von Faustohaven, okay. Also, meine Sicht ist jetzt natürlich hier äußerst eingeschränkt, aber jeden Trainer, den ich hier drin besiege, das bewirkt eben, dass sich der Lichtkegel ein bisschen vergrößert. Du forderst mich heraus? Dann wundere dich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Wir werden gleich sehen, wie er hier zu weinen anfängt. Eine Herausforderung von Kämpferin Laura. Sie hat ein Mediti. Es meditiert. Sieht ganz schön komisch aus, für meinen Geschmack. Ah, Scanner! Mediti schützt sich selbst. Ja, dann bringt das natürlich nichts. Also, Scanner ist genau wie Schutzschild, da prallt jede Attacke dran ab. Kann man aber nicht oft nacheinander einsetzen, weil dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Puh, Geduld! So, komm, jetzt noch ein schöner Tackle oben drauf. Und tschüss! Und Level Up! Morabella ist Level 19! No, ich habe verloren! Ah, was habe ich gesagt? Wer heult jetzt? So, aufpassen! Zack, ein kleines Stückchen größer und... Ja, es ist hier, wie gesagt, eine Kampfarena, dann werde ich wohl... Ja, ne, ich mache zuerst mal meinen Papinella. Dann bin ich stärker. Ich habe nicht mal mehr wirklich eine Ahnung, wo es direkt zum Arenaleiter geht. Oh oh. Die macht bestimmt alles. Komm schon. Was, die macht? Sind wir hier bei Star Wars oder was? Ich dachte, wir spielen hier Pokémon. Eine Herausforderung von Schwarzgut Satoru. Welch ein Handspiel auf Satoru Iwata, den Nintendo-Boss. Und er hat ein Macholo. So, naja, wie gesagt, Kampf-Pokémon sind ja schwach gegen Flugattacken und auch gegen Psychoattacken, also Windstoß! Das wird dich umpusten. Genau, ein Volltreffer, na bitte!
Und Papinella erreicht Level 14. Nicht genug Macht. Das würde ich auch meinen. So. Mal sehen. Aha, hier ist eine Sackgasse. Na, da drüben ist noch wer. Oh oh. Man muss doch Camillo nicht mit so etwas Nichtigem belästigen. Ich mach dich fertig. Das wollen wir doch mal sehen. So, schon wieder so eine Tussi-Kämpferin Nora. Auch wieder ein Minty. Du siehst voll scheiße aus, weißt du das überhaupt? So, hier. Windstoß voll in die Fresse, wollte ich sagen. Dieser Scanner ist so eine feige Attacke, vor allem im Einzelkampf. Das hast du jetzt davon, aber warum hast du das überlebt? Konfusion? Fiesmann, Papinella wurde verwirrt. Okay, dann tausche ich aus auf Schwalbini. Das Besondere an Medici ist nämlich, das ist ein Psychokampf-Pokémon. Ja, das kann beides einsetzen. Sowohl Psycho- als auch Kampfattacken. So, na warte. Jetzt macht schon wieder Scanner. Na warte. Dann eben Ruckzuckhieb. Schon wieder Scanner. Komm schon, Ruckzuckhieb. Jetzt musst du aber wirklich treffen können. Komm. Ja, und besiegt. Und Schwalbini reicht Level 11. Aber wie konnte ich nur so schnell verlieren? Ganz einfach, weil du scheiße bist, deswegen. So, ah, jetzt sehe ich schon einiges mehr. Gut, Schwalbini, du kommst mal nach vorne. Kriegst aber noch einen Trank von mir, weil sonst geht's dir nicht so gut. So, hier drüben sind ja noch Trainer. Oh, ich glaube, das wird sowieso ein Doppelkampf. Huhuhu, was stolperst denn du gegen herum? Ich zeige dir, mit wie vielen Köpfchen einen Seemann hat. Also, wie viele Köpfchen einen Seemann hat. Ich dachte schon, mit wie vielen Köpfchen einen Seemann kämpft oder irgendwie so. Eine Kämpferin Ilonka und Matrose Holger möchten kämpfen. Mediti und Macholo. So, ich habe hier jetzt Schwalbini und Morabel. Okay. So. Schnabel auf, ja, auf Mediti und Aquaknarre auf Macholo. Konfusion auf Schwalbini, natürlich. So, Schnabel. Der Energiefokuse. So, dann machen wir diesmal Schnabel auf Macholo und Aquaknarre auf dich. Nein, das macht Scanner. Fiesmann. Aber, nein, Macholo hat überlebt. Das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Silberblick. Ja, ist voll fies. Im Doppelkampf wirkt es auf beide gegnerischen Pokémon. Frechheit. So, na warte. Attacke! Ist wieder ganz knapp überlebt. Unfair! So, jetzt ist Macholo down. Sehr gut. Moment mal. Mach einfach Ruckzuckhieb. Ah, jetzt macht er schon wieder diesen blöden Scanner. Das ist so eine unnötige, feige Attacke, ey. Ah, das kann einen so nerven. So, jetzt aber. Stirb. Und tschüss. Und schon bin ich recht Level 12. Gibt's ja nicht. Ach du, ich habe kein Interesse, dich kennenzulernen. Ich auch nicht. Wie konnte das nur passieren? Es ist nicht meine Art, einfach so zu verlieren. Ja, aber es ist meine Art, einfach so zu gewinnen. So, jetzt sehe ich natürlich noch viel besser hier drin. Richtig gut. So, das heißt, jetzt müsste ich den Weg zum Arenaleiter aber wirklich finden können. Gut. Aber wisst ihr was? Ich bin mal so frei und gehe einfach aus der Arena raus. Und
ins Pokémon Center rein. Der Lichtkegel wird da drin trotzdem so groß bleiben, wie er gewesen ist. Aber ich bin ja nicht so blöd und werde jetzt meine ganzen Tränke oder so verschwenden, wenn hier nebenan gleich das Pokémon Center ist. Ich meine, hallo? Ist ja nicht verboten. Seht ihr? Ist immer noch genauso groß. Gut. So, wo steckt denn jetzt der Arenaleiter? Wo hat sich dieser feige Hund versteckt? Ha? Wo steckst du? Ah, hier hinten! Da ist er ja! Ich bin Camillo, der Arenaleiter von Fausto Hafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist! Aus Fleisch und Blut? Egal. Eine Herausforderung von Leiter Camillo! Und er beginnt mit einem Macholo! Camillo Macholo, das ist nicht schlecht. So, los Schwalbini! Schnabel! Macholo macht Protzer! Gib nicht so an! Ja, Angriff und Verteidigung von Macholo steigt. Das ist halt jetzt ein bisschen doof. Das heißt, Schnabel wird noch weniger Schaden anrichten. Karateschlag. Mit einer Attacke besiegt, ey, was für ein Haarurensohn. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, du schaffst es, Papinella. Windstoß. Räche, mein Name ist Schwalbini. So ein... Ja, genau. Schwer Karateschlag. Haha, hier bringt es dir nicht zu viel. So. Dann meinetwegen ab... So, aber ja, Supertrank! Natürlich! Das hätte ich mir denken können, dass der solche miesen Tricks drauf hat. Ernsthaft, wozu haben Arenaleiter sowas Billiges nötig, ey? Ich meine, warum sind sie Arenaleiter geworden? Weil sie alle ihre Kämpfe mit sowas gewinnen? Das geht doch nicht! Oh, Geowurf! Geowurf ist richtig übel, das fügt einem immer so viele Schadenspunkte, also zieht immer so viele KP ab, wie der Level des gegnerischen Pokémon ist, also in dem Fall 16 und ja, so ist das halt. Das heißt, die Maximalstärke von Geowurf kann dann natürlich nur 100 betragen, wenn das Pokémon, das die Attacke benutzt, auf Level 100 ist. Aber egal. So, Macholo ist besiegt. Und Papinella ist Level 15. So, jetzt hat er ein Mediti. Nicht so doof. Oh, ist schon wieder Protz, ey. Warum können die das alle? So, komm. Windstoß. Haha. So. Reflektor. Ist auch noch. Erhöht die Verteidigung erneut. Ja, damit ich so wenig Schaden wie möglich anrichte. Ist eh klar. So, was macht es jetzt? Meditiv versteckt seinen Fokus. Das kannst du voll vergessen. Haha. So, und jetzt kommt noch ein Makuhita. Makuhita. Oder wie ich es auch immer gerne nenne, das Sackgesicht. Ein Hallo, das ist ein Sackgesicht. Ernsthaft jetzt, das ist ein Sackgesicht. So, wenn mal irgendeiner von euch Makuhita fängt und nicht weiß, welchen Spitznamen er dem geben soll, nennt es einfach Sackgesicht. Auch wenn es ein bisschen beleidigend klingt. So, komm, Aquaknarre. Ja, auch schon wieder Protzer. Unglaublich. So, na warte. Lehmschuss! Ein bisschen die Initiative senken. Initiative von Makuhita sinkt. Nochmal Protzer! Soll aber ein Scherz sein, oder? Aber ist es möglich? Ah, der Reflektor lässt nach! Das ist auch mal gut. So, komm, den Kampf gewinne ich! Überwurf! Oh, oh! Na klar, was hat es jetzt noch für ein Ding dabei? Eine Zitrobeere! Heilt 30 KP! Richtig fies! So, Aquaknarre! Und mein Morabell wird besiegt! Fick dich! Du bist ein
Asshole! Aber echt mal. So, na warte, du schaffst es, Papinella. Komm schon. Ein Windstoß und es ist down, bitte. Nein, es ist nicht down. Überwurf. Ha, nicht sehr effektiv. Schon wieder Supertrank! Nein! Das geht nicht! Ich hätte dich fast besiegt! Du Mistkerl! Das kann doch nicht sein! So, Supertrank! Was du kannst, kann ich auch! Steck dir deinen Überwurf in den Hintern! So, zum Glück kann ich ja, weil ich die Initiative mit Lebensschuss gesenkt habe, zuerst angreifen. Mir ist es Protzer. Immer tief Luft holen, Angriff steigt, Verteidigung steigt. Fick dich. Du kannst mich mal, du dummes Sackgesicht. Du kannst mich mal lieb haben. Ja, schon wieder Überwurf. Alter, komm schon, besiege es, bitte! Ja, ein Volltreffer, endlich geschafft. So ein Bastard. Und... Oh, leider nicht nochmal Level up, aber egal. Spieler bis Kletter Camillo! Hui, hui, hui. Du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absoffen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Oh, Alter, ist so ein Arsch, ey. Alex erhält den Knöchelorden von Camillo! Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen, auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst die vor einem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. TM8 erhalten. Die TM8 enthält Protzer. Diese Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Arena-Letter Camille wurde im Pokédex eingetragen. Genau, man kann sogar die besiegten Arena-Letter im Pokénaf eintragen. Hast du mir eigentlich noch was zu sagen? Ich sehe in dir ein Talent, das eines Tages zu einer riesigen Welle wird und einen Sturm des Erstaunens bei anderen Trainern entfachen wird. Na, das hört man doch gerne. Puh, muss schon sagen, Camillo war jetzt ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich habe ihn besiegt. Puh, das ist mir hier aber schon zu hell. Deine Zukunft wird strahlend hell sein. Genau. Hier Pokémon-Reiter von Forstafen, Camillos anerkannte Trainer Alex, also ich. Alter, der hat gleich zwei von meinen stärksten Pokémon hier ausgenockt, ey. Also gut, mein Papinello war stärker als meine Schwalbini, aber trotzdem. Trotzdem. So, jetzt habe ich wenigstens den Knöchelohren, wie das schon klingt, der Knöchelohren. Aber egal. Wenigstens kann ich jetzt endlich die vor einem Blitz auch so einsetzen. Dann mache ich mich nochmal ganz schnell auf zur Granithöhle, dass ich vielleicht ein bisschen vorankomme, ehe ich den Part beende. So, Granithöhle. Kommt jetzt aber mein Morabel wieder an die erste Stelle des Teams, weil sonst ist das nicht so toll. Natürlich leben auch hier wieder viele Pokémon, ist eh klar. Da kommt doch schon eines. Es ist... ein Sackgesicht! Es ist ein Marquita! Na dann, los Morabel! Tackle! Oh, sehr schön. Ziemlich viel auf einen Schlag abgezogen und dann... gut. Los, Pokéball! Fiesmann! Warum konntest du dich befreien? Nee, du bist wirklich ein Sackgesicht, aber sowas von. Also, geht doch. Nummer 48, Marquita, Courage. Größe 1 Meter, Gewicht 86,4 Kilo. Ganz schön schwer. Es liebt es, seinen Körper zu stehlen. Falls du erdbebenartige Geräusche aus einer Höhle hörst, ist es bestimmt ein Marquita, das intensiv trainiert. Ja, damit hätte ich mein erstes Kampf-Pokémon gefangen. Aber dabei werde ich es noch in der Box lassen. Was haben wir hier? Ein Fluchtseil. Ah, sehr schön. So, jetzt geht's nach unten. Ja, und seht ihr, hier unten in der Granithöhle ist es eben... zappenduster, deswegen... Papinella Blitz!
Ja, jetzt sehe ich hier unten schon sehr viel besser. Und wow, was zum... Oh! Ein Stolunior! Ein Stahl-Pokémon, das möchte ich auch unbedingt haben. Das kann später noch sehr, sehr stark werden. Also Tackle! Lol, okay, das zieht natürlich jetzt verdammt wenig ab. Lehmschuss? Fuck. Ich wollte dich nicht besiegen, Stolune, es tut mir leid. Scheiße. Ich wollte es doch nicht besiegen. Aber hier unten leben eigentlich ganz schön viele von denen. Unter anderem aber auch Zubat. Viele Zubat, na gut. Tackle. Ja, aber wirklich, es gibt nichts Nervigeres, als wenn ich mit meinem Pokémon ein bisschen Pokémon aus Versehen besiege, obwohl ich es eigentlich nur schwächen und somit dann fangen wollte. Das ist voll Kacke, wollte ich sagen, ja. Krieg schon nicht mal das Carbot raus. Unglaublich. So, dann habe ich wenigstens eine Fledermaus gefangen, einen Zubat. Nummer 63, Zubat Fledermaus, Größe 80 cm, Gewicht 7,5 Kilo. Da sie in pechschwarzen Höhlen leben, schlossen sich ihre Augen allmählich und ihr Augenlicht erlosch. Sie setzen Ultraschallwellen ein, um Hindernisse zu orten. Ja, wie eine echte Fledermaus, natürlich, eh klar. So. Mann, ich wollte dieses arme Stolune doch nicht besiegen. Was haben wir hier? Ein Pokéball. Superball wäre cooler gewesen. So, vielleicht kommt jetzt wieder eins. Wenn ich Glück habe. Ja! Auf Level 10 sogar, na, das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Okay, aber dann werde ich Morabell mal lieber austauschen auf Papinella. So, los Papinella und weh, du besiegst es auch, dann bin ich aber richtig böse mit dir. So, Windstoß. Okay, das zieht auch wieder sehr wenig ab. Härtner. Ist wohl ein ganz harter, ne? Ganz harter. Okay, Absorber. Aber bitte nicht besiegen, bitte nicht! Okay, das ist gut, ja. Das ist gut. Dann machen wir das gleich noch einmal. Gut. Dann müsste es jetzt hoffentlich funktionieren. Sein Tackle geht sogar daneben, wie peinlich. So. Pokéball los! Fangen wir das Stolunia, bitte! Nein! Warum hat es sich befreit? Haha, hat keine Wirkung auf Papinella, die Lehmschelle. Es kann ja fliegen. So, komm, bleib gefälligst drin. Warum wollen die sich immer wieder befreien? Das gibt's auch nicht. Sind doch eh schon geschwächt. Also geht doch. Warum immer erst beim zweiten Versuch? Warum? Nummer 70, Stolunior, Eisenpanzer, Größe 40 cm, Gewicht 60 kg. Es steckt in einem Stahlpanzer. Bei der Entwicklung entsteht ein neuer Panzer. Der abgeworfene Panzer wird eingesammelt, um aus ihm Eisenbahn herzustellen. Interessant. Gut. Gut, 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 gut. So, hier drüben geht es jetzt, glaube ich, wieder woanders lang. Ja, jetzt geht es noch weiter runter. Wo es noch mehr wilde Pokémon gibt. Zum Beispiel auch ein Abra. Ich habe doch aber schon eins. Deswegen werde ich dich einfach besiegen. Ja, seht ihr? Abra Wild setzt Teleport ein. Abra, der Abra ist geflüchtet. Ist es dumm? Hat man dir ins Hirn gekeckert oder weiß ich nicht? So, Schutz. Das geht mir jetzt nämlich ein bisschen auf die Nerven. So, ja, hier sind wieder diese komischen Felsen und so, diese Steine. Oh, seht mal, hier ist was Interessantes. Alex hat Ewigstein gefunden. Ein Ewigstein. Bewegt eigentlich nur Entwicklungsstopp, ist also nichts Besonderes. Okay, so, jetzt kann ich hier drüben weitergehen. Der Schutz wirkt nicht mehr. Mann, oh, lass mich doch mal in Ruhe. Ein Kleinstein, das habe ich noch gar nicht. Ein Kleinstein, Steinklein, im Schuss. Ich sag's nicht. Leck mich doch am Arsch. Schön sprechen. Nee.
braucht schon einen Kleinstein, ich nicht. Wäre zwar ganz schön gewesen, aber egal. So. Ah, seht mal, das kann ja eigentlich nur Troy sein. Aber Freunde, bevor ich mit ihm sprechen werde, werde ich den Part jetzt beenden, weil es sonst wieder zu lang. Der ist jetzt schön eine halbe Stunde lang geworden, länger sollte er nicht sein. Danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.